Aufnahme Cry of Fear. Ich bin wieder mal nicht alleine. Mit dabei ist nämlich heute der Max. Hallo. Was geht ab? Ja, ich erinnere mich an diese Stelle. Ich habe ausgemacht nach, keine Ahnung, 7 Minuten Spielzeit oder so. Und habe euch erzählt, ich würde, hätte nur 7 Minuten für eine fertige Folge gebraucht. Ja, ja, ist klar. Ich kann es nicht erzählen. Er labert. Und ich weiß genau, warum ich hier nicht rein wollte. Weil mich das so mega an die Apartments erinnert. Och. Oh. Die Apartments hier in dem Spiel sind einfach nur so schlimm. Hey, Musik. Zu. Wo? Hier in dem. Was war das? Oh, kratzen. Überall kratzen. Oh, oh. Gänsehaut-Feeling pur. Du hast auf die Uhr geguckt, wa? Hier ist doch nichts, was. Hier ist nichts, außer ein kaputtes Fenster und Rifle Rounds. Und ein Tonband. Ein Tonband, ja. Den Ketten Hans Typen will ich nicht nochmal machen. So, naja. Du redest ja auch nicht so viel. Wieso? Wir haben die Schotti. Ich benutze jetzt nicht die Waffe. Warum habe ich die eigentlich benutzt? Ach, wegen den Michael Myers. Muss ich hier überhaupt her? Wirkt für mich so falsch. Okay, ich kann hier eine Leiter hoch. Ich sehe dich. Ich sehe euch zwei. Weg. Peng. 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 Nee. Lad nach. Ich hab zu viel Dings gezockt. Alter! Ich behalte mal die Waffe hier in der Hand. Oh! Hi, Michael! Mann! Die fressen aber auch Munition. Oh, schaffe ich den Sprung? Ja, schaffe ich. Nein. Muss ich hierher, Alter? Jetzt auch noch hier Freerunning. Ich sollte mal lieber hier. Ich habe nur ein bisschen Schiss davor, dass ich mich gleich erschrecke und hier das Dach runtersäge. Was? Keine Angst. Muss sie doch hochklettern und nicht runter. What the? Sophie? What the hell are you doing here? Oh, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters and I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well,
Maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. You? Ich rede gerade nicht, weil hier so eine Szene ist. Not too bad, thank you. Oh. Better now that you're here. Yeah. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. Because I woke up myself, but it wasn't an alley and... Wait, I can probably show you. No, hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy in the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and... I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. But... Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Oh. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all... No! Oh. No, no, no! Das ist krass. Sophie. Why did she? What the fuck? Kurz Mikro. This isn't making any sense. Was ist das denn?
Was it you who made her do it? Der macht aber nicht gesunde Räuche. Why? You sick fuck! Aua! 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 Alter! Kakas! Alter! Kaka! Oh! Peng, peng! Super, ich hätte Munition sparen sollen. Zum Glück ist er nicht allzu schlau. Amputationsmann! Na, ich darf keinen einzigen Schuss verplempern. Kaka. Kakarott. Die Bräuche, die der macht, sind aber echt nicht gesund. Ja, ich glaube schon. Peng, peng. Pow, peng, peng. Waffe verzieht direkt. Die Stummel, wie die da wackeln, ey. Ja, übrigens sehr blasse Augen. Oh, Kinders, ja, Weihnachten ist wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, schon vorbei. Das ist das letzte Magazin. Oh, letzter Schuss. Super, und wie soll ich das jetzt machen? Ich werf die Waffe nach dir. Nee, Moment. Ich habe doch noch die Shotgun. Ich glaube, die habe ich noch keiner eingesetzt. Wird Zeit. Ich hab's hinbekommen. Amputationsmann ist gefallen. Stover an der Shotgun. Oh, Sophie. Sophie, armes Mädchen. Wohin ist Amputationsmann gefallen? Frage ich mich. Da doch. Glatt. Ach, kann ich jetzt wieder runtergehen oder was? Wie viel Uhr haben wir? 23:42. 42, ach ja, dann ist es ja gleich soweit. Parkrooves, Gastel, Dalton, Bulva, Dalton, Park. No. Kurz AFK. Okay. Dann bin ich jetzt alleine. Na, supi. Irgendeiner klappert immer in diesen Scheißhäuser mit Tassen. Oh, schönes Fahrrad. Das hätte ich auch gerne. Mit voll verchromt rostigen Speichen und ausgeleiertem Fahrradgummi ist das das perfekte Fahrrad für einen angenehmen Roadtrip. Außerdem hier auch die schöne Kette, die sich einmal um das ganze Fahrrad bewegen könnte. Und die angepassten Fahrradpedale. Ich will einfach nur nicht weiter zocken. Ich dachte gerade, das wäre ein Stormtrooper. Oh. Oh. Grafikbug. Lightbug. Lightbug. Hier ist doch wieder irgendwas. Irgendwas, das mich zur Hölle erschrecken wird. Was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt einfach mal zu Sophie. Vom hübschen Mädchen. Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love you. Just let me go, Simon.
sorrow. Ertrunken in Sorgen? Keine Ahnung. Doofe Frage, aber die ist von da oben hier runter gesprungen. Punkt A. Punkt B. Bin wieder da. Okay, WB. Also die ist von da oben hier runter gesprungen. Punkt A. So. Punkt B. Wie kann das Blut so daher spritzen? Dann müsste die ja von hier angeflogen kommen. Merkwürdig. Wir haben Viertel vor, übrigens. Okay. Ich glaube, ich spiele noch ein bisschen. Die Musik ist gerade... Schön. Sieht aus, wie als hätte die nur eine Platzwunde. Denke ich aber nicht. Sie ist von uns gegangen. Wir werden sie nie wieder sehen. Simon nahm die blutüberströmte Karte. Es war eine Keycard. Er wusste erstmal nicht, was er machen sollte. Seine Liebste ist von ihm gegangen. Er guckte auf den Stadtplan. Doch es half ihm nicht weiter. Er guckte in seine Tasche. Genesis Card with the name Teal Trading. Er wusste nicht, was er machen sollte. Er nahm die Spritze. Er zog seinen Ärmel hoch und stach sie sich in den Arm. Ein Stöhnen kam aus ihm heraus. War es Freude? War es Trauer? Werden wir es je erfahren? Bus. Ein Traffic. Wohin fährt der? Was sollte er tun? Soll er zurückgehen? Soll er speichern? Er speicherte einfach. Er hatte ja keine andere Wahl. Soll er hier einen Break machen? Bis in die nächste Aufnahme. Was sagt der Hero of Gaming in Ausbildung? Ja, mach. Break. Ja, ein Break. Alles klar. Dann sagt Simon, also Simon sagt, hier ist jetzt ein Break und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Crow 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch einen Daumen hoch. Oder kommentiert, favorisiert, es ist mir egal. Nur bitte, schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Tschüss.